Da sind wir wieder in der Wohnung der Halbseidenträgerin, Adligen, weiß ich auch nicht, was genau gemeint ist. Kultistengeschreibsel, das lesen wir erst. Dieser hier wurde in eine wohlhabende Familie geboren. Er blieb auf dem Land, dem einzigen Ort, wo er das nachts die Sterne sehen konnte. Doch nur ohne entsprechende Bildung wusste er nicht, was sie bedeuteten. Er pflegte sie anzubeten. Die Sterne. Aha, okay. Sagt einem jetzt trotzdem nichts. Das ist Wohnung Nummer 10. Wir sind in Wohnung Nummer 10, aber es ist scheinbar scheißegal. Wirkt es gerade? Dose in Aspik. Brauchen wir nicht. Pratchett. Oh ja. In Gedenken an Terry Pratchett, der jetzt gestorben ist. Heute ist übrigens... Heute. Ja. Heute, das wird dann wahrscheinlich übermorgen sein. Genau. Gestern, also. Gestern ist Günter Grass scheinbar gestorben. Literatur-Nobelpreisträger. Ich habe nichts von ihm gelesen, allerdings habe ich damals die Blechtrommel gesehen. Der Hals da ist. Oh ne. Uah! Oh Gott. Eine Wohnung in der Nähe der Timmelsch-Anwesen führt direkt zu den Dächern der Häuser am Ufer. Das ist der Missionshinweis. Hab mich immer gefragt, wie er wohl riecht. Vergammeltes Fleisch? Frühlingsblumen? Stellt er Ihnen Fragen? Wann er wohl zu mir spricht? Seltsam, dass er überhaupt noch nicht zu ihr gesprochen hat. In Anbetracht dessen, dass sie ja scheinbar auch sich teleportieren kann. Spricht er jetzt gleich mit uns? Stimme auf. Schreien. Hallo. Hier ist eine letzte Lektion. Um die alten Zeiten willen. Der Justiziar war ein Meister darin, die Schwachstellen seines Gegners zu finden. Aber in Delilah sah er keine Gefahr, bis es zu spät war. Du bist der Einzige, der sie im Auge hat. Und ich natürlich. Ich sehe alles. Und gerade sehe ich... wie ein Mann auf einem Drahtseil über einen See aus Blut und Korruption balanciert. Die Kaiserin ist tot und das Wasser steigt. Du hast Rothwild in eine Kiste gesteckt, die in den kalten Norden verfrachtet wird. Ziemlich unblutig für jemanden, dem so viel Blut an den Händen klebt. Ich bin bereit, mich zu ändern. Die Kaiserin dich verändert? Ja! Oder hoffst du, so deinem Schicksal entgehen zu können? Du solltest dich beeilen. Deine Zeit wird knapp. Tja, Sie haben geträumt. Ich hoffe, es war erleuchtend. Die ist immer so schnell wieder weg. Ich weiß nicht. Ich weiß vor allem nicht, weil wir ihr die Sachen weggenommen haben. Das ist ein bisschen verwirrend ist. Schauen wir uns mal hier noch so ein bisschen um. Da ist nichts. Hier ist ein Schlüssel. Schlüssel zur Wohnung Nummer 10 nehmen. Begib dich zum Ufer. Aufschließen. Okay, dann wissen wir wenigstens, wie wir da dann wieder rauskommen. Ich bin nur ein bisschen verwundert, weil eigentlich sollte sie so eine Rune bekommen. Die hat sie jetzt nicht bekommen. Und wir haben sowohl die Rune von ihr jetzt mitgenommen und auch die Rune von diesem Roland. Nicht, dass es da zu Problemen kommt. Finde den übrigens Sack in Wohnung Nummer 10. Habe ich gemacht. Nicht dass ich den Sack in den Luftfall des Kellers. Des Anwesens. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt zu dem Ufer zurückkehren sollte. Da ist doch gar nichts. Bis auf das mit dem Rezept vielleicht. Einer? Vor allem da oben frage ich mich, ob das nur einer ist. Weil wir müssen jetzt zwei Sachen machen. Wir müssen einerseits uns irgendwie hoch und wir müssen zu dem Stützpunkt. Vielleicht sollten wir zuerst mal zu dem Stützpunkt gehen. Huch! Beobachten wir ihn. Ja, nice. Ich dachte,
dachte schon, ich hätte fast das Teleportieren drin, dann hätten wir uns jetzt schön nach vorne teleportiert. Quasi uns da ihm entgegenzustellen. Auf eine vielleicht etwas schmerzhafte Art und Weise. Und ich traue mich den jetzt auch nicht abzuschießen, weil ich dann das Gefühl habe, dass er irgendwo runterfällt und dann tot ist. Und das wäre nicht so toll. Deswegen... Eigentlich wäre es jetzt am leichtesten, drumherum zu laufen. Würde ich ja schon fast meinen. Da oben steht auf jeden Fall eine Frau. Das ist ein bisschen verwirrend. Ich würde jetzt hier nicht mit einer Frau unbedingt rechnen. Und der kommt da rein. Das mache ich mal zu und dann... werde ich mal kurz einen Umweg laufen. Und zwar indem ich zu dem Justizbereich Ufer gehe. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich das dort machen sollte. Zum Ufer des Justizbezirks gehen. Ich mache das mal kurz. Es irritiert mich einfach nur, dass da der Pfeil hinzeigt die ganze Zeit. Warum sollte er da hinzeigen? Wir haben doch da nichts mehr zu tun. Ach so, vielleicht wegen den Explosivfässern. Ja, das wäre möglich. Das könnte möglich sein. Außerdem kann ich jetzt mal nachprüfen, da ob vielleicht die ganzen Wachen wieder als aufgestanden sind. Das wäre ein bisschen nervig. Ich mag das bei so Spielen eigentlich nicht, weil du so aufräumst hinter dir quasi und dann sind die, wenn du wieder in ein Areal reingehst, wieder alle da. Das ist ein bisschen nervig. Alter! Voll übertrieben gerade runtergefallen. Nur weil ich durch eine verdammte Lücke gefallen bin. Scheiße. Aua, die Sache hätte uns umbringen können. So, dann essen wir doch gleich mal hier ein bisschen Pratchett-Salat. Nenne ich es mal. Die Leute schlafen hier, die stehen nicht nochmal auf. Das war in dem Wahlbezirk war das ganz anders, irgendwie. Ich weiß nicht, die haben das ganz anders bewerkstelligt. Das war dann so, dass aus dem Nichts dann immer die Leute gekommen sind. Das habe ich nicht verstanden. Das waren ja auch nicht wirklich die Leute, die ich betäubt habe. Also teilweise sah es halt so aus, weil da, wo ich Leute hingelegt habe, die da nicht mehr da waren. Aber das, glaube ich, hat damit zu tun, dass es so eine begrenzte Darstellungsmöglichkeit gibt von Körpern auf dem Boden. Und vor allem dann da in dem Raum, wo der Wal auch hing, war das ja dann so, dass dann plötzlich drei Leute aus dem Nichts quasi gekommen sind. Ich weiß nicht, ob man das gut in dem Video von mir sehen konnte. Aber es war auf jeden Fall so. Und das war dann schon ein bisschen, naja, seltsam. Warum sollten da auf einmal Typen da herausstaxen? Macht ja auch keinen Sinn. Nicht so wirklich zumindest. So, wir bewegen uns nochmal über die Dächer. Ich will hier nur so einen Blick nach unten werfen. Den könnten wir auch uns wegschnappen. Ich überlege gerade, ich glaube, ich mache das sogar. Der ist hier jetzt alleine. Und keiner bewacht ihn, den könnte ich so locker einfach wegnehmen. Und da unten ist ja auch Draht und sowas, können wir alles gut gebrauchen. Als Vorrat. Da will ich dann noch hin, zum Schlusspunkt. Ich überlege nur gerade, wie ich da am besten hinkomme. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Du bist doch die letzte Scheiße. Hey! Verkackt. So nicht, mein Freund. Aber hey, Studien gefallen. Du wolltest ja eigentlich auch da gar nicht hin. Schlüssel des Wächters. Ich weiß nicht, was der Schlüssel ist, aber... Scheiß drauf. Aber dort kann immer noch wahnsinnig hochspringen. So. Du wirst dich wundern, mein Freund, dass du hier auf einmal oben bist. Aber dafür bist du hier in Sicherheit. Haben wir uns nochmal einen Schlüssel erbeutet.
Jetzt muss ich halt überlegen, wie wir am besten zu diesem Stützpunkt hinkommen. Das ist auch immer ein bisschen blöd. Man kann nicht weit springen, man kann nur immer hoch springen. Und hoch ist nicht unbedingt immer gut. Bei sowas. So, dann aktivieren wir mal nochmal unser Auge. Dann hoffe ich einfach, dass wir da rüberkommen. Na, das geht nicht ganz. Dann müsste ich das hier über den da hier machen. Ich glaube, das wiederum. So hin komme ich dann hier hoch. Und da ist auch die Billy. Mit der sprechen wir gleich nochmal. Hier ist ja unser Stützpunkt. Hier ist eine Karte. Das ist ja nett. Ist ja alles. La 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 la. Würgestaub. Kellerschlüssel zum Timmisch-Anwesen. Wir nehmen gleich alles mit. Müssen wir das hier nicht nochmal mitnehmen? Das Tablett können wir nicht mitnehmen. Gebietskarte und Notiz über die Erkundung. Die lesen wir. Für einen Mann seines Alters ist Timmisch erstaunlich rüstig. Er besitzt ein Schwert und eine Pistole zur Selbstverteidigung, sogar in seinem eigenen Haus. Er ist ruhelos und steht und bewegt sich durch alle Etagen seines Hauses, vom Schlafzimmer im Obergeschoss bis zur Lobby seiner Justizbüros im Erdgeschoss. Timmisch bewahrt den letzten Willen seiner Großmutter in einer Truhe im Lagerraum nahe der Lobby im Erdgeschoss auf. Die Eingangstür führt in die Lobby der Justizbüros. Zwei Etagen hohe Halle mit Balkons oberhalb der Lobby. Der zweite Balkon, Glastüren, führt direkt in Timmischs Büro. Aha, da haben wir reingeguckt. Obergeschoss, Balkone rechts und links vom Gebäude, leichter Zugang. Eine Hintertür führt in ein Keller. Sie ist verschlossen, aber ein Schlüssel war leicht gefunden. Ein Speiseaufzug vom Keller zugänglich verbindet alle Etagen, aber er ist eine Einbahnstraße. Einmal ausgestiegen, schließt seine Verkleidung und er fährt zurück in den Keller. Aha. Timmisch trägt einen Schlüssel bei sich, mit dem er wichtige Truhen und Schränke verschließt. Von einer Wohnung nahe des Timmisch-Anwesens geht es über das Dach zum Ufer. Das haben wir auch schon herausgefunden quasi. Dann gucken wir uns nochmal die Gebietskarte an. Das ist sein Anwesen. Da haben wir eins, wo ist eins? Da oben. Justizia-Büros, Empfang, Büro von Justiza Timmisch. Das ist dann woanders. Ach, das ist im dritten Stock oder wie? Dann haben wir Timmisch Wohnung, die ist im vierten Stock. Lobby ist dann wieder im Erdgeschoss. Toiletten, Lager, Rauchsalon, Bibliothek, Schreibtisch des Justiziars, Esszimmer und Privatgemächer. Dann haben wir das alles nochmal. Dann schauen wir auf die Gebietskarte. Du bist hier Timmisch anwesend, Justiziarbüros, Wohnung 7, Wohnung 10. Die haben wir schon hinter uns gebracht. Bereitschaftsraum der Wache, da könnten wir auch nochmal reingucken. Das ist, du bist hier. Okay, wir gucken jetzt aufs Dach runter. Ah, okay. Ich sehe. Ach, da waren wir schon. Da ist das Tor. Jetzt verstehe ich auch. Hier ist quasi nichts mehr. Außer dieser Straße und diesem Hinterhof noch ist hier nichts mehr. Ist aber gut zu wissen. So, und jetzt können wir mit der guten Billin auch nochmal reden. Er rechtfertigt sich gerade gegenüber den Kerlen in seinem Büro. Direkt vor dem Balkon. Da ist er. Sehen Sie ihn? Sie können ihn bestimmt von hier aus treffen. Ich bleib hier, wenn es Ihnen recht ist. Und sehe zu. Triff dich mit deinem Lieutenant auf dem Dach und ihrem Bericht. Ja, ich habe das schon gemacht. Können wir mit ihr noch reden? Nee. Also theoretisch könnten wir ihn jetzt hier töten oder ausschalten oder was auch immer. Das machen wir aber nicht. Da unten im Keller ist noch der Luftverteiler. Mir wäre es aber auch ganz lieb, wirklich die Leute aus dem Haus rauszuholen. Schließlich hat ja auch Roland das auch angedeutet, beziehungsweise gesagt, dass er eigentlich niemanden umbringen möchte. Und ich glaube, das ist ihm auch wichtig, dass dem auch so bleibt. Uns ist es natürlich auch wichtig, nach der quasi Ermordung der Kaiserin haben wir uns auch geändert als Daud. Wir versuchen jetzt ein besserer Mensch zu sein oder zu werden. Ich hoffe, da unten bewacht niemand irgendetwas. So, wir bleiben natürlich bei dem Auge, das dürfen wir nicht ablegen. Das will ich auch gar nicht ablegen. Und hier sind die ganzen Bereiche miteinander verbunden, aber da sehe ich jetzt überhaupt absolut gar keine Wache.
Raubvogel. Was ist Raubvogel? Ein erfolgreicher Falkenangriff gibt dir etwas Gesundheit zurück. Ja, diese ganzen Falkenangriffe brauchen wir nicht. Weil wir sie ja gar nicht benutzen. Verdammt nochmal. Wissen Sie das denn nicht? Wir sind ein voll cooler Attentäter, der niemanden töten will. Das haben wir von Corvo gelernt. Wir haben ja Nachrichten hier immer von Corvo, hört man ja immer wieder mal was. Was er gerade macht, wo er gerade ist, was er gerne generell macht und so weiter und so fort. Deswegen sind wir da immer auf dem neuesten Stand, sozusagen. Eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch machen, und zwar das Ausschalten von Das Ausschalten von der Alarmanlage wäre zumindest nicht schlecht, wenn wir das der kriminellen Organisation der Hutmacher sind oder diese unterstützen, werden festgenommen oder hingerichtet. So weit ist es schon gekommen mit ihnen, ja. So, jetzt müssen wir schnell agieren. Der Lord Regent hat die Belohnung für Hinweise, die zur Entdeckung von Dunwalls Thronerbin Emily Caldwin oder ihrer sterblichen Überreste führen, auf 10.000 Münzen erhöht. Das ist aber nett. Ein Anspruch auf die Belohnung schützt jedoch nicht vor einer Anklage. Also, wir haben jetzt auch nochmal hier erfahren, dass nach Emily immer noch auch gesucht wird, nachdem wir gerade hier diesen netten, freundlichen Herren ausgeschaltet haben. Wir müssen nur jetzt darauf achten, dass... Ah, das sind Bedienstete. Ich hab echt Sorge darum, dass wir denen irgendwas aus Versehen antun können. Das möchte ich ja nicht. Im Keller kommen wir wahrscheinlich relativ simpel. Durch die Hintertür. So, aufgeschlossen ist es. Wir müssen aber noch die Dokumente austauschen mit Timmisch. So, sich auf den Balkon mit ihm zu stellen. Ich weiß nicht, ob das leicht wäre oder nicht. Hat es hier niemand? Doch, da ist noch jemand im Keller. Putzt da. Wir mal hier zu, wenn sie herkommt. Das ist der Luftverteiler. Da könnten wir jetzt den Sack auch reintun. Wir nehmen erstmal die Münzen mit. Mit dem Sack warte ich noch ein bisschen. Da habe ich, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Außerdem will ich hier erstmal alles gründlich aufräumen. Ich glaube, wenn wir die Frau hier ausschalten, da würde ich sie auch lieber irgendwo nach hinten bringen, damit sie nicht in der Nähe da ist. Ich habe nicht, dass sie dann doch irgendwie einen Infekt kriegt oder so. Rattenjäger, wenn du Ratten tötest, steigt dein Adrenalin ein wenig an. Was ist das Adrenalin? Ich verstehe gar nicht, was das sein soll. Um ehrlich zu sein. Aber bis jetzt hatten wir überhaupt nie irgendwelches Adrenalin benutzt. Oder was? Deswegen, ich habe keine Ahnung, was das genau sein soll, das Adrenalin. Was? Nein! Hilft mir! Nur Schrott, wenn du mich fragst. Scheiße. Oh, es tut mir... Wieso konnte ich denn nicht abschießen? Es tut... Sorry. Ich hab's gerade voll verbockt. Weil irgendwie... Ich wollte die ganze Zeit schießen, aber irgendwie... Ich glaube, ich habe die ganze Zeit auf den falschen Knopf gedrückt, weil ich... gerade sehr lange nicht mehr rumgeschossen habe mit dieser Armbrust. Naja, in der nächsten Folge stelle ich den Spielstand bis dahin wieder her. Und ja, dann sehen wir uns auch wieder erneut. Und sorry. Irgendwie, keine Ahnung, Aussetzer gerade. Kommt vor, oder? Was?